Hallo zusammen. Ja, was soll ich sagen? Ich war heute beim Action gewesen und ich habe mir, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, es ist ein wenig heller geworden. Ich habe mir einen Leuchtring geholt. Der war dort nämlich gerade im Angebot gewesen und ich muss echt sagen, ich bin überrascht, also positiv überrascht. Ich zeige euch den mal gerade. Ich habe den ja natürlich ausgepackt und hingestellt, aber ich zeige euch mal die Verpackung. Das ist der Leuchtring, ist das hier. Also der hat 650 Volumen und den kann man in Warmweiß und Taglicht einstellen. Und ich muss sagen, also ich bin positiv überrascht. Ich vermute aber mal, wenn man die Kamera drauf macht, also wenn man es nicht so gerade macht, sondern dass sie vielleicht gebogen ist, dann wird der wahrscheinlich umfallen. Aber die Beine, die sind richtig, also das ist so ein schweres Metall oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Es fühlen sich auf jeden Fall gut an und schwer an. Ja, also das war einmal das gewesen, was ich geholt habe. Dann habe ich mir noch, ja, ich habe mir Sticker Books geholt. Ich habe mir einmal das hier geholt. Ich hatte euch ja erzählt, dass da ein Kalender im Anflug ist. Und da habe ich mir gedacht, ich hole mir ein paar Aufkleber. Also dieses Goldene ist ja jetzt gar nicht so mal. Aber sowas hier finde ich ja auch total hübsch. Ich mache das mal ein bisschen im Schnellformat. So, also die sind unifarbene. Das sind immer so kleine Aufkleber. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist keine große Fläche. Das sind immer so ganz kleine. Ja, Zahlen, Monate, Buchstaben. Das finde ich auch nicht schlecht. Das ist hübsch. Das sind wieder Buchstaben. Huch, da ist aber jetzt ein ganzer Schwung. Oder fühlte sich das nur so an? Ja, keine Ahnung. Also das Goldene, ja, das habt ihr ja eben gerade gesehen. Ja, das ist der eine. Und wenn man mal überlegt, 1750 Stickers für 1,16 €. Da war einer dabei gewesen, der hat mir nicht gefallen, den habe ich nicht geholt, aber ansonsten, die hatten jetzt so auch nur vier zur Auswahl. Den hier finde ich noch am schönsten eigentlich. So ein rosa Ton, rosa Pink. Das ist auch hübsch, so kleine Sachen. Ach, hier ist schon was raus, aber ist egal. Das wäre ja auch nicht schlecht. Das ist auch total hübsch. Das hatte der andere ja auch. Also ich glaube, so ungefähr haben die fast immer das Gleiche, bloß in einer anderen Farbe. Das ist ja auch gemacht wie bei dem Happy Planer, ne? Da sind die Hunden unten auch mit dem Gummi zusammen. Und dann noch das hier. Den finde ich auch sehr schön. Huch, das ging jetzt im Schnellformat hier. So, unten ist ja immer irgendwie das Gleiche. So. So in etwa sind hier alle gleich. Bloß halt immer andere Farben, ne? Stelle ich gerade fest. Außer dieses Gold, das ist ja gar nicht so meins. Ja. Hier war noch eine Seite, die habe ich euch unterschlagen. Ja, das sind die Stickerbuchs. Ja, und dann habe ich noch ein Stickerbuch gefunden. Und ich könnte mich jetzt gerade ärgern, dass ich nicht noch einen von dem geholt habe. Der ist so toll. Den hier, Flower Stickerbuch. Also der ist ja klasse. Der ist richtig schön. Ich finde den richtig hübsch. Moment, ich versuche das auch mal wieder im etwas schnelleren. Moment. Also der ist ja richtig toll.
Mal gucken, das ist so foliert. Aber der sieht richtig toll aus. Das hat auch 1,16 € gekostet. Die hatten da noch eins gehabt, was ganz anderes. Jetzt nichts mit Flowers, also Blumen, sondern irgendwas anderes. Ach, das scheint eine Seite zu sein. Das hat mir gar nicht gefallen. Aber das fand ich jetzt toll. Ich weiß gar nicht, ob es von denen noch ein paar andere gegeben hat. Also der Flowers, der ist ja richtig schön. Also es hat mir richtig gut gefallen. Das ist eins. Das ist ja schon dieser Stil, ne? Von hier Happy Planner oder von American Crafts gibt es ja auch Stickerbuchbücher. Da hatte ich ja auch mal eins gekauft, was ja auch abgepreist war. Weil die sind mir zu teuer. 16 € gebe ich nicht aus für so ein Stickerbuch. Aber das ist ja auch so ein Stil, ne? Also den fand ich richtig toll. Der hat auch 1,16 € gekostet. Ach so, dieser Leuchtring, habe ich ja schon gesagt, der kostete 7,79 €. Ich glaube, der war im Angebot. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz was trinken. So, dann habe ich mir noch, dann habe ich noch, weil ich hab da so viele positive Resonanz gehört, habe ich mir einmal so ein, hier diese Stempelkissen geholt. Und zwar in den Pastellfarben, weil ich mag ja Pastell sehr gut, sehr gerne. Und ja, Lila habe ich ja jetzt genug, ne? Grüntöne habe ich auch. Der wäre ja vielleicht auch nicht schlecht gewesen, habe ich aber nicht nachgeguckt. Ich habe mir gedacht, komm, nimm mal die Pastelltöne mit. Vor allen Dingen ist hier ein Gelb drin. Ich habe ja keinen Gelbton. Ja, da habe ich mir gedacht, ich probiere die mal aus. Moment, ich guck mal gerade, die haben gekostet. Ach, wo ist denn das jetzt hier? 1,14 € kann ich ja nichts verkehrt machen, ne? Zum Ausprobieren, wie die so sind. Also, ich sag mal, wenn ich da zufrieden bin, dann hole ich mir die anderen auch. Also, warum soll ich dann die teuren Stempelkissen holen? So, und dann habe ich mir noch Blöcke geholt. Und zwar einmal habe ich mir. Moment, welchen zeige ich euch denn zuerst? Also, ich zeige euch einmal den. Also, ich finde die ja beide super schön, ne? So, das ist ein, steht das hier irgendwo drauf? Also so ein länglicher, ich glaube 15 mal 30 ist der. Also viele Angaben steht da ja jetzt nichts, ne? 4 mal 8, also es wird auf jeden Fall 15 mal 30 sein. Mal kurz gucken. Ja, 15 mal 30, so. Und die gibt es hier immer in so, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann hier. Das ist immer so foliert. Also den gibt es einmal in so einer folierten Variante. Dann sind diese Sachen hier. Also es ist immer irgendwie anders. Es ist zwar immer das gleiche Motiv, aber irgendwie haben die so vom Glitzer und so immer etwas anders. Das ist wie so eine Folie. Das ist, als wenn da so eine durchsichtige Folie drüber gezogen ist. Ja. So, und dann hier die Sterne. Ich mache das mal ein bisschen. Das ist ja wahrscheinlich schon hier hoch und runter gelaufen bei YouTube. Hier kleine Tannenbäumchen. Also ich finde die richtig hübsch. Also mal 4. Dann sind das Sterne mit. Was ist denn das? Zimtsterne oder sowas? Sieht aus wie so ein Zimtsterne. Ja. Ja, hauptsächlich in Braun. Oh, Entschuldigung. So, dann hier so ein paar Sternchen. Also der hat mir sehr gut gefallen. Also die hatten alle Blöcke von denen da, aber mir haben nur diese zwei gut gefallen. Deswegen habe ich die auch mitgenommen, weil ich kaufe mir nur das, was mir auch gefällt.
So, und dann hier nochmal Weihnachtskügelchen. Die sehen auch richtig süß aus. Huch, mein Block rutscht runter. So. Die und dann nochmal Sterne, aber mit einem hellblauen Hintergrund. Hier ist wieder nur, hier sind die Pünktchen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich muss mal einen Schluck trinken irgendwie. Entschuldigung, irgendwie habe ich einen Kratzen im Hals. Warum auch immer. So, das war einmal der hier. Also der ist richtig, den finde ich richtig schön. Das hole ich mal hier raus. So. Und dann habe ich mir den hier noch geholt. Den hier, den fand ich auch sehr schön. Mit den ganzen Tannenbäumchen. Ne? Den fand ich auch sehr schön. Das waren so meine zwei Favoritenblöcke. Der hat so eine Goldfolierung auch drin. Hier hat der, ja, also auf jeden Fall keine Goldfolierung. Aber da seht ihr auf jeden Fall, da ist immer irgendwie sowas drauf. Ne? Also hier, das sieht sehr glitzermäßig aus. Ja, das ist auch hübsch, obwohl das so dunkel ist, aber das hat was. Finde ich. Bin nicht so für dieses dunkle Papier, aber das ist, sieht richtig schick aus. Ne, mit dem Gold drin. Also das sieht richtig klasse und schick aus. Das ist auch sehr hübsch. Also das haben die, die gefallen mir mal richtig gut. Diese großen Blöcke waren jetzt nicht so, so meins. Ich glaube, ich habe einen mitgenommen von dem großen. Aber die hier haben es zwei geschafft, bei mir zu Hause einzuziehen. Ich wollte mir auch erst mehr als einen Block mitnehmen, aber da habe ich mir gedacht, nee, komm, du hast so viel Papier zu Hause. Hier ist ein Auto am Fahren, mit, das hat Geschenke oben drauf. Was ist denn hier oben? Ach, hier ist ein Tannenbaum oben drauf. Ja. Ich habe mir gedacht, ich habe so viel Papier zu Hause, ich muss das erstmal alles verarbeiten, deswegen nicht doppelt und dreifach holen. So, der hier, obwohl ich mir das letzte Jahr eindoppelt, aber da habe ich den einen, habe ich ja auch angebrochen, der ist schon ganz gut verbraucht. Hier die Tannenbäumchen, also das erste scheint irgendwie mein Gold und danach ist das Gold weg. Aber ich finde den so schön, dass vor allen Dingen, ich finde, das sieht auch total dezent aus. Ich meine, da ist zwar viel drauf, aber das sieht auch von den Farben so richtig schön dezent aus. Schick, schick. Ja. Das auch. Ja, zuerst ist immer so ein Gold drin, ne? Und dann ist dann das Gold weg. Ja. Also das waren die zwei Blöcke. Die haben mir sehr gut gefallen. Die anderen haben mir nicht so gefallen. Also ich meine, Geschmäcker sind ja immer anders. So, und dann war ich noch kurz im Teddy drin gewesen. Da habe ich jetzt nichts Weihnachtliches geholt, aber da habe ich andere Sachen gefunden. Und zwar einmal habe ich hier so ein paar Magnete gefunden. Da wollte ich eigentlich auch mal gucken, wie die so sind. Ob die überhaupt was sind. Ich fand die irgendwie schön. Die hatten auch noch andere gehabt. Aber ich denke, guck dir die erstmal an. Weil ich bin so eine Magnetverrückte. Oh ja. Muss ich mal rausholen. Scheint auch ein Magnet zu sein. Moment, ich muss doch mal gerade an meine Magnetwand machen. Ja. Ich sag mal, ich habe andere Magnete, die sind stärker. Aber ich fand die halt, die sahen irgendwie hübsch aus. Ne? Hier mit den Blättern. Ja. Also die habe ich mir geholt. Die haben 2 Euro gekostet. Der Preis stand ja dabei. So. Tuschen das jetzt hin. Ach, tun wir mal da hinlegen. So, dann habe ich mir hier noch ein Stempelset geholt. Das lag darum, weil, also ich gebe, also dieses Stempelset ist ja mehr so hier für, ja, für traurige Anlässe. Ne? Sorry for your loss. Ja, also für nicht so schöne Sachen im Leben habe ich noch gar nichts.
Aber was mich hier angesprochen hat bei dem Set, ist hier diese Schmetterlinge, wie die gemacht sind hier. Dieser Leinstiel oder wie heißt das? Das, ne? Wo nur diese Linien gezogen sind und dann auch hier die Vögel. Also das fand ich eigentlich schön hier an dem Set. Und da das ja nicht so viel kostet, nur 2 Euro, habe ich gedacht, komm, nimmst du mal mit, ne? Weil, ich sag mal, so eine Pusteblume und hier die Blümchen, das, oder so eine Kerze, gerade jetzt auch für Weihnachten, die kann man immer mal benutzen. Und falls mal, ne, kann ja auch dafür mal was machen, aber ich hoffe, das kommt nicht in naher Zukunft vor. So, also das habe ich mir geholt. Ja, und dann natürlich überhaupt nicht Weihnachtsmäßiges, aber ich fand die einfach schön. Und das war auch so mit die einzigsten 2, die da rumlagen, sonst gab es auch keine mehr. Und da habe ich mir gedacht, komm, die nimmst du jetzt einfach mit, weil ich habe so tolle Sachen mittlerweile gesehen, was man in einem Planer machen kann. Und da habe ich mir dann diese Stickers noch geholt hier. Die fand ich richtig schön. Das sieht zwar jetzt richtig Sommer danach aus. Aber die lagen da so einsam und verlassen rum. Und da sind 30 Stück drin. Da wollte ich eigentlich auch die ganze Zeit mal reingucken. Aber sowas mache ich ja im Geschäft nicht. Ob da noch andere drunter sind. Ne, das sind alles die gleichen. Das sind die gleichen. Zweimal die gleichen. Ne, dreimal die gleichen. Da sind, glaube ich, sind da 3 Bögen, oder? Ne, 2 Bögen. Ah, ja. Also 2 Bögen sind da drin. Für 1 Euro. Aber die fand ich irgendwie richtig klasse. Und ich habe nämlich gestern ein Video gesehen. Da hat die auch mit Blumen so den Monat gestaltet. Also fand ich mega, was die machen. Das habe ich noch nie gesehen, was sie da machen. Und da habe ich mir ge gedacht, wo ich die Blumen gesehen habe, komm, das nimmst du direkt mal mit. Dann probierst du sowas vielleicht auch mal aus. So, und dann habe ich mir noch einen mitgenommen. Der hier. Hier die Hummelchen fand ich ganz süß. Und Sonnenblumen. Ja. Oder sind das keine? Ach, keine Ahnung. Also ich habe überhaupt keinen grünen Daumen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, sieht schön aus oder nicht. So, naja, das ist eigentlich das gewesen, was ich geholt habe. Mehr war es nicht. Aber das reicht ja auch mal wieder, ne? So. Und ich wünsche euch noch was. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.